für den, der im Korb so langsam ist, dann hat er sich schon. Kannst du mir nicht schnell das Tutti machen? Nein, ich denke für die ganze Nummer. Haben wir Zeit zum Einkaufen? Ist das alles für euch? kommt hier der Würschmob Bono, ist das noch für euch? Wie? Ah, wer ist schon angekommen? Für eure Frau. Ah, für die dicke Bertha. Danke einem. So, jetzt muss ich unbedingt noch Ordnung machen im Getränkeregal. Wenn der alle schmetzelt auf den Kassensturz kommt, sonst kommt das nicht. Hm? Ich kann die Kasse nebenan sitzen. Wenn ihr geht einkaufen, ins Sport, dann erwartet ihr tadellose Qualität. Herzlich willkommen zum Kassensturz live aus dem Go Bettler. Wir haben Produkt getestet in diesem Coop in Bettlach. Die Ergebnisse sind schockierend. Wir wollen euch die hier präsentieren. Die Sauce Hollandaise ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die wird von Frankreich importiert und soll darum jetzt Sauce Hollandaise heissen. Die Orange hier besteht aus unglaublichen 86,35% Fruchtfleisch. Was noch nicht ein Skandal ist, aber sie steht schon so lange im Regal, dass sie schon Orangenhaut hat. Schockierend auch die neueste Erkenntnis, dass Bettlacher Politiker Einfluss nehmen auf Produkt im Go. Die Zwiebeln hier ist infiziert von Thomas Steiner. Sie hat den gleichen Effekt wie sein Wahlflyer. Wenn man ihn auftut, kommen einem Tränen. Und schliesslich das Schockierendste am Ganzen, die Lasagne haben wir gefunden im Regal. Sie weist vielfach mehr Pferdestärke auf, als ein Fiat Punto in der Freigarage. So viel zum Kassensturz von dieser Woche. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Das ist eigentlich beides das Gleiche. Ja, man muss dann beide von Zeit zu Zeit wechseln. Die Beine sind im gleichen Grund. Ja, ja. Zettel haben. Profi-Pünktchen. Ich muss nicht mal Regal auffüllen. Ja, ich bin in der Vorbereitung für die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Wir haben jetzt gerade die letzten Tage ein bisschen Probleme gehabt mit dem Seferovic. Aber das ist kein Problem. Ich habe mit ihm heute noch telefonieren. Es ist also nicht, wie das in der Zeitung gestanden ist, dass er im Knast war wegen seiner Freundin. Er war zwar im Knast, aber er ist angezeigt worden von den Tierschützern der Schweiz. Und zwar, weil er im letzten Spiel während 90 Minuten auf dem gleichen Regenwurm gestanden ist. Zum Glück muss ich sagen, die anderen Spieler sind alle sehr fit im Moment. Der Valentin Stocker hat noch ein Problem gehabt mit dem Knie, aber auch er hat mir versichert, dass alles wunderbar ist, dass alles tiptop ist. Er hat mir sogar gesagt, sein Knie sei besser als jemals zuvor. Ich habe ihm gesagt, vielleicht würde ihm mal eine Hirnerschütterung gut tun. Ja, und darum können wir uns jetzt noch ein bisschen auf die Superliga konzentrieren den nächsten Tagen. IB hat 7 Fans da. Ja, heute geht es, glaube ich, nicht so gern zu nach gestern. Aber IB-Fans sind sowieso nicht so einfach im Leben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass IB-Fans, männliche IB-Fans, nie eine Freundin haben? Ich kann auch sagen, warum. Das ist wegen der Unterhose. Vorne gelb, hinten schwarz. Aber Fußball kann man auch in der Region schauen. Man hat den FC Grenchen, der im Moment eine schwierige Zeit durchmacht. Und finanziell, aber auch sportlich. Jetzt haben wir am nächsten Wochenende das Benefizspiel beim FC Grenchen. Da kommen viele Promis. Ich bin auch dort. Sie sind herzlich eingeladen. Der Papst kommt auch noch, weil er ist immer dort, wo Not und Elend am größten sind. Also hoffe ich, sehen euch dort. So, was tue ich hier? Kondom brauche ich. Und dann immer Sonnencreme. Ein bisschen Kondom. Sonnencreme.
So noch ein Kondom. Hallo zusammen. Ich bin Govrich. Der Bachelor. Ich habe Bachelor gemacht in Volkshochschule Grenka. Ja, schön sind ihr alle da, das berührt mich wahnsinnig. Sie sehen alle super aus und so. Ja, heute ist Rosennacht und so. Ich habe Rosen mitgebracht. Und mal schauen, wer von mir heute Rosen bekommt. Nicht einfach ist für dich, das für mich auch nicht. Und du hast schon im Büro schöne Männer um dich herum. Darum bekommst du trotzdem eine Rose. Wie fühlt ihr? Ja, die sind sowieso schon alle Männer, ja. Ich habe gerne mit dem Lutsch. Ich habe gerne mit meinen schönen langen schwarzen Haaren. Und du bekommst die Rose von mir. Du bekommst die Rose. Ich mit faltiges, faltiges Gesicht. Und ich finde es schön, dass du von meiner Mami gleichst. Na komm, du kommst auch raus. Weil ich weiss, dass dein Freund noch alles macht auf der Bühne. Du brauchst viel Kraft. Wenn ihr auch eine weit, also Frauen natürlich, wenn ihr das Gefühl habt, es kribbelt ein, dann könnt ihr nachher in der Bar noch auf ein Einzeldate kommen.